Wiederholte Motorausfälle? Wie wir bei der Ursachenforschung helfen können, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Wenn ein Motor ausfällt, macht man sich nicht unbedingt direkt Gedanken über die Ursache. Man denkt an Materialfehler oder sonstige einmalige Ursachen. Oftmals wird der Motor ausgetauscht und läuft dann vorerst wieder. Wenn der Motor aber nach nicht allzu langer Betriebszeit wiederholt ausfällt, beginnt das Grübeln über die möglichen Ursachen. Mechanische Beanspruchungen werden überprüft, Schmiermittel, Kühlung, die Stromaufnahme sowie der richtige elektrische Anschluss werden unter die Lupe genommen und sämtliche Schutzeinrichtungen werden auf ihre Wirksamkeit getestet. Wenn bei all diesen Maßnahmen kein Fehler gefunden wird, ist die Frage nach dem weiteren Vorgehen nicht leicht zu beantworten. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist: Wird der Motor über einen Frequenzumrichter betrieben? Wenn ja, sind Sie in diesem Video genau richtig. Bei der zunehmenden Anzahl von Frequenzumrichter betriebenen Motoren sind auch Lagerschäden wie diesem im Motor immer häufiger ein Problem, welches zu Ausfällen führen kann. Je nach Anwendung kann sich ein Lagerschaden schon nach mehreren Wochen einstellen. Auch wenn dieser zu Beginn vielleicht noch so gering ist, dass man ihn kaum wahrnehmen kann, wird das Lager im weiteren Betrieb immer weiter beschädigt, sodass der Motor irgendwann nicht mehr betrieben werden kann. Die Ursache liegt nicht selten bei sogenannten Lagerströmen. Ströme, die wie der Name schon sagt, über das Lager fließen und es damit beschädigen. Wie es zu solchen Lagerströmen kommt, warum das in Verbindung mit dem Frequenzumrichter steht und was man dagegen tun kann, erfahren Sie in unserem Video zum Thema Lagerströme und BCR-Filter. Wenn Ihnen das Thema neu ist, empfehlen wir, das Video an dieser Stelle zu pausieren. Erst das eben genannte Video anzusehen und dann hierher zurückzukehren. Den Link zum Video finden Sie in der Videobeschreibung. Lagerströme zu erkennen und zu bewerten ist keine leichte Aufgabe. Man müsste den Strom messen, um ihn erkennen und bewerten zu können. Um die Problematik etwas zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf einen Motor. Eine normale Strommessung mit den üblichen Messgeräten wie einem Multimeter oder einer Stromzange ist aufgrund der Motorbauform und der Position des Lagers im Motor schlichtweg nicht möglich. Dazu kommt noch, dass man nicht genau bestimmen kann, wo der Strom genau entlang fließt. Er könnte in alle Richtungen über das Gehäuse abfließen. Für eine exakte Messung müsste man das komplette Lager erfassen. Da man den Strom nicht direkt messen kann, besteht die einzige Möglichkeit darin, ihn indirekt zu messen, sprich im Differenzstrommessverfahren. Denn der Strom, der über das Lager abfließt, fließt ja über das geerdete Gehäuse zur Erde und erzeugt somit eine Differenz in der Stromsumme der drei Phasen, die im Idealfall immer 0 ergeben sollte. Vereinfacht gesagt, alles, was über das Lager abfließt, fehlt in den drei Phasen. Nun wäre es doch sehr simpel, mit einem Zangenampermeter die Phasen der Motorleitung zu umschließen und den Differenzstrom abzulesen. Bei dieser Messmethode gibt es aber zwei große Haken. Erstens kann das Zangenampermeter die hochfrequenten Ströme, die vom FU erzeugt werden, nicht erfassen, wodurch das Messergebnis nur zu einem kleinen Teil der Wahrheit entspricht. Die Lagerströme, die erfasst werden sollen, fließen nämlich im hochfrequenten Bereich, somit bei einigen Kilohertz und Megahertz. Zweitens kann man auf dem Zangenampermeter nur einen Wert ablesen, der zudem noch einer gewissen Trägheit unterliegt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Lagerströme eher hochfrequent sind, können kurze, unter Umständen sehr hohe Stromimpulse gar nicht erfasst werden. Des Weiteren fällt eine Bewertung des angezeigten Wertes mehr als schwer, da er keinerlei Informationen darüber gibt, wie hoch die gefährlichen Stromimpulse sind. Ablesbar ist nämlich immer nur ein Durchschnittswert. Zu einer Analyse und nachfolgenden Auswahl von Gegenmaßnahmen sind diese Informationen jedoch unverzichtbar. Gerade hohe Impulse sind sehr bedeutend. Dazu ein kleiner Auszug aus unserem Video zum Thema Lagerströme. Auf der Suche nach Schwachstellen in der Isolierung kommt er beim Motorlager an. Sobald er eine Schwachstelle findet, bricht er durch sämtliche Oberflächen und den isolierenden Schmierstoff im Lager und hinterlässt auf seinem Weg Beschädigungen, wie wir sie zu Beginn bereits gesehen haben. Im laufenden Betrieb ist unser Teufelchen nicht alleine.
Permanent sind diese kleinen Kerlchen in unterschiedlichen Größen und unterschiedlich wütend im Motor vorhanden und versuchen durchzubrechen. Jeder dieser Durchbrüche ist einer der besagten hohen Stromimpulse. Um genau diese Impulse erfassen und analysieren zu können, kommt unser DIFDI Differenzstromdiagnosemodul zum Einsatz. Speziell für die Messung und Analyse von Lagerstrom entwickelt, bietet es die größtmögliche Flexibilität beim Messen und eine Fülle an auswertbaren Informationen über den gemessenen Wert. Das DIFDI Differenzstromdiagnosesystem besteht aus der Messeinheit und der fest angeschlossenen Rogowski-Messspule. Um eine Messung durchzuführen, wird die Messspule wie ein Zangenampermeter um die drei Phasen der Motorleitung gelegt. Idealerweise wird die Messung direkt am Motor, sprich im Motorklemmbrett, durchgeführt. Die flexible Messspule ermöglicht eine Montage selbst unter schweren Bedingungen. Sollte eine Messung direkt am Motor nicht möglich sein, kann die Messung alternativ im Schaltschrank hinter dem Frequenzumrichter durchgeführt werden. Die Messergebnisse werden genauer, je enger die Spule um die Leiter liegt. Bei kleineren Leitungsquerschnitten kann die Spule bis zu dreimal um die Leiter gewunden werden. In der Software muss man dies allerdings berücksichtigen, aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Nachdem die DIFDI-Soft installiert, die Messeinheit per USB an einen PC oder Laptop angeschlossen und die Software gestartet wurde, kann mit der Messung begonnen werden. Zu Beginn einer Messung müssen die Grenzwerte für den zu messenden Motor ermittelt werden. Diese werden benötigt, um die später gemessenen Ströme in Abhängigkeit des Motors bewerten zu können. Hierfür stehen zwei Methoden zur Verfügung: die Ermittlung über die Lagertypen, welche im Motor verbaut sind, oder über die Motornenndaten. Wir empfehlen die Grenzwertermittlung über die Lagertypen. Die Daten hierfür sind auf dem Motortypenschild zu finden. Das Startbild zeigt direkt ein Beispiel Motortypenschild, auf dem grün gekennzeichnet ist, wo man die Motorlagertypen ablesen kann. Die Lager werden je nach Hersteller anders gekennzeichnet. Eine Liste der gängigen Bezeichnungen ist direkt beim Dropdown-Menü weiter rechts zu finden. Nach dem Ablesen wählen wir im Startbildschirm bzw. im Reiter Grenzwerte oben links bei den Einstellungen die Option Über Lagertypen. Über die Dropdown-Menüs der Lagergröße werden die Lagertypen ausgewählt. Sind diese auf Ihrem Motor nicht angegeben, kann alternativ auch die Motorleistung und die Drehzahl angegeben werden, in unserem Beispiel Motortypenschild gelb markiert. Hierfür wählen wir bei den Einstellungen Grenzwerte über Motordaten und stellen diese in den dazugehörigen Motordaten-Dropdown-Menüs ein. Dabei gilt, die Drehzahl entspricht der Felddrehzahl und kann bei Asynchronmotoren den Angaben auf dem Typenschild abweichen. Wählen Sie den Wert, der dem auf dem Typenschild am nächsten liegt. Sobald die jeweils beiden Felder der Lagertypen oder der Motordaten ausgewählt sind, kann der empfohlene Grenzwert der Spitzenströme abgelesen werden. Unter dem Reiter Einstellungen sollte danach bei den Hardware-Einstellungen unter Auswahl Hardware geprüft werden, ob die richtige Anzahl an Windungen eingestellt ist. Je nachdem, wie oft die Messspule um die Leiter gewunden wurde, kann im Dropdown-Menü die entsprechende Option gewählt werden. V1 steht dabei für eine Windung, V2 für zwei Windungen und V3 für drei Windungen. Im Reiter Live-Messung wird die Messung nun mit dem Button Ein-Aus gestartet. Der Motor muss hierfür in Betrieb sein. Das aktuelle Live-Messsignal sollte nun zu sehen sein. Der rot gefärbte Teil kennzeichnet den Bereich oberhalb des empfohlenen Grenzwertes. Auf der rechten Seite sind die wichtigsten Werte bereits in Zahlen ablesbar. Als nächstes muss geprüft werden, ob der eingestellte Messbereich passt. Standardmäßig steht dieser auf Auto, was zur Folge hat, dass der Messbereich aufgrund der hohen Schwankungen immer wieder hoch und runter springen kann. Hier empfiehlt es sich, einen manuellen Messbereich zu wählen. Am besten beginnt man mit einem relativ kleinen Wert. Stellt man dann fest, dass das gelbe Warnsymbol erscheint, bedeutet das, dass der Messbereich zu klein gewählt wurde. Erhöhen Sie den Messbereich, bis das gelbe Warnsymbol nicht mehr erscheint. Die Skalierung der beiden Achsen steht im Normalfall auf Auto.
Eine manuelle Eingabe der Skalierung ist unter den Graphoptionen auch möglich und wie in unserem Beispiel auch sinnvoll. Bevor ein Wert eingegeben wird, sollte geprüft werden, ob der Haken bei Y-Sync gesetzt ist. Dieser bewirkt, dass der Wert, der bei der Y-Skalierung eingegeben wird, direkt auf die folgenden Messungen übertragen wird und das Ergebnis somit besser vergleichbar ist. Jetzt sind alle Parameter für eine Messung eingestellt. Jedoch sind die Änderungen meist immer noch zu schnell, um eine vernünftige Bewertung durchführen zu können. Hierfür kann im Reiter Referenzmessung ein Zeitraum von 10 Sekunden aufgezeichnet und im Anschluss analysiert werden. Mit einem Klick auf Messung wird eine 10-sekündige Aufzeichnung gestartet. Sobald diese beendet ist, wird das Ergebnis angezeigt. Diese Messung kann gespeichert werden und später jederzeit wieder geöffnet werden, auch ohne, dass eine Live-Messung erfolgt. Die rote gestrichelte Linie zeigt den höchsten Stromimpuls an. In unserem Beispiel liegen relativ viele Stromspitzen im roten Bereich und die gestrichelte Linie befindet sich dementsprechend auch weit im roten Bereich. Zu bewerten wäre hier die Häufigkeit und die Höhe der auftretenden Stromspitzen, die bis in den roten Bereich gehen. Je mehr und höher die Spitzen sind, desto stärker ist der Motor belastet. Nun wissen wir, dass unser Motor einer recht hohen Belastung durch Lagerströme ausgesetzt ist. Jetzt stellt sich die Frage, was kann ich dagegen tun? An dieser Stelle möchten wir nochmal auf unser BCR-Video verweisen, in dem alles genau und verständlich über die Lagerströme und deren Reduzierung erklärt wird. Ohne in diesem Video genauer darauf einzugehen, werden wir als Maßnahme einen BCR-Filter zwischen Frequenzumrichter und Motor einbauen. Der DIFTI-Messaufbau kann währenddessen aufgebaut und aktiv bleiben. Nach dem Einbau muss natürlich eine zweite Messung durchgeführt werden, um zu sehen, ob die Maßnahme den gewünschten Erfolg gebracht hat. In der Software starten wir aber nicht einfach eine weitere Messung, sondern wir lassen den gemessenen Zeitraum in der Referenzmessung stehen und gehen weiter zur Vergleichsmessung. Hier kann, genau wie in der Referenzmessung, eine 10-Sekunden-Messung durchgeführt werden, ohne dass die Referenzmessung überschrieben wird. Man sieht direkt, dass die gemessenen Werte deutlich geringer sind und alle Werte nun unterhalb des Grenzwertes liegen. Auch hier kann die Messung jederzeit gespeichert werden. Um den Unterschied noch besser darzustellen, gibt es den Reitervergleich. Hier sind die Graphen zunächst leer. Mit einem Klick auf Messungen laden, werden die vorangegangenen Referenz- und Vergleichsmessungen in das Vergleichsfenster importiert. Je nach Auswahl der Darstellungsmethode werden nun beide Messungen entweder separat, übereinander gelegt oder als Säulendiagramm angezeigt. Um die Darstellung noch etwas zu optimieren, kann die Anzeige als Hüllkurve der Messung aktiviert werden. Zum Abschluss sollte die ganze Messstrecke nochmal für eine weitere Verwendung gespeichert werden. Hierzu bietet der Exportbereich mehrere Möglichkeiten. In jedem Reiter gibt es die Option, ein Vollbild-Screenshot zu erstellen. Zusätzlich kann man im Reitervergleich mit Klick auf dreimal Screenshot Screenshots von allen drei Reitern gleichzeitig erstellen. Mit dem Graph-Export wird jeweils nur ein Screenshot vom Graph erstellt. Damit ist die Messung abgeschlossen. Das DIFTI Differenzstrom-Diagnosesystem hilft also bei der ersten Analyse und bei der Bewertung der getroffenen Maßnahmen zur Lagerstromreduzierung. Die exportierten Screenshots können einfach in einen Messbericht eingebunden werden, um somit eine fachgerechte Dokumentation zu erstellen. Alle Infos zum Produkt finden Sie unter www.difti.de. Haben Sie weitere Fragen zum Differenzstrom-Diagnosesystem oder zu unseren BCR-Filtern? Dann wenden Sie sich gerne an unseren technischen Support. Wir beraten Sie gerne.